Langsam wachen wir auf, das ist das Problem. Das ist auch. Du klingst auch so jung. Wie alt bist du denn? Ich bin 22. Ach so, weil unter 18 dürfte man nicht mitspielen. Ja, aber das ist ein schönes Kompliment. Vielen Dank. Du siehst auch sehr jung aus an dieser Stelle. Danke. Ja? Obwohl ich schon 24 bin. wir legen mal los. Ja, okay. Bevor ich jetzt total blöd werde. Hier kommt dein erster Hinweis und zwar guten Morgen, Toilette. Ah ja, schöner Hinweis. Okay, ein E wie Emil. Der bringt dir gar nichts, der Hinweis, wenn ich das richtig mal so sagen darf. Ein R wie Richard. Ja. Ist ja meistens so. Ein A wie Anton. Ja. N wie Nordpol. T wie Theodor. Zahnbürste. Richtig. Läuft. Wie alt sehe ich denn aus, Julian? Ich weiß nicht, würde ich so auf 30? Ja, fast. Fast. Das heißt? Ja, ich bin 29, aber dann sehe ich doch nicht jung aus, wenn ich genauso alt aussehe, wie ich bin. Ja, jetzt war ich mal ehrlich. Ja. Ach, das ist das toll. Problem. Wie heißt du eigentlich mit Nachnamen? Ammer. Warum? Nee, nur so. Das wird ja nicht erwähnt bei euch. Deswegen ach so. Frag mal. Stimmt. Ja? Stimmt, das steht ja immer nirgends. Nicht richtig. Mal im Internet. Ja, Ammer. Im Internet, ja. Winterkleidung ist dein nächster Hinweis. Okay. Runde 2. Emil wieder. Ja. R wie Richard wieder. Na schön. N wie Nordpol wieder. S wie Siegfried. T wie Theodor. Oh. Ah, L wie Ludwig versuche ich noch. Gut. Pullover. Richtig. Ach, Gott sei Dank das L. Ich wollte erst das A sagen. Wäre nicht drin gewesen. Na? Nächste Runde, Bertis Welt, Runde 3. E wie Emil wieder. R wie Richard wieder. Ja. Oh Gott, jetzt sollte man es vielleicht schon wissen. Ja. Siehst du? A wie Anton. Ja. Stehe ich natürlich da mit meinem Talent. Ich versuche ein I, wenn er auch mal vorne steht. Nee. Nein. Vokal muss da noch hin. Ich versuche das T. Rote Karte. Richtig. Ich habe nach einem Spielernamen gesucht. Hast du es nicht so mit Fußball? Boah, ich weiß nicht. Auf Goleo freue ich mich und auf die ganze WM, aber sonst nicht so. Okay. Neulich am OP-Tisch. Runde 4. E wie Emil. Ja. Ui, R wie Richard. Nein. L wie Nordpol. I wie Ida. S wie Siegfried. Einschnitt. Richtig. Ja. Gut. 108 bist du schon. Ja. Das ist schon der zweite. Das ist schon das zweite. Wer ist denn auf dem ersten Platz? Ich habe nicht zugeguckt bisher. Heinz hat den ersten Platz mit 181. Ah. Und dann David mit 108 auf Platz 2, parallel mit dir. Jawohl, okay. Noch ein Hinweis. Aha. Widerwille und andere Abneigungen. Ja, E wie Emil, ne? Ja. R wie Richard wieder. Ja. Und N wie Nordpol, so. Richtig. Dann gucken wir mal. Und ein S wie Siegfried. Richtig. I wie Ida. Auch. T wie Theodor. Schade. Andere Abneigung. Ja, L wie Ludwig. Passt aber eigentlich auch nicht. Auch albern. A wie Anton noch schnell. Ja. Aber. Was? Aversion. Ach Gott, Aversion, auch schön. Ja. Schönes Wort. Super Wort. 108, zweiter Platz geteilt mit David. Ne? Schöne Grüße nach Österreich. Ja. Ja. Genau. Und natürlich auch nach Berlin zu Herrn Ammer, danke, der da gerade sitzt. Wie heißt du mit Nachnamen? Schlichting. Das kann man auch mal sagen. Das finde ich ja nicht schlimm. Wie Schlichting? Schlichting, ja. Julian Schlichting. Ach, das klingt nett. Da haben sich deine Eltern viel Mühe gegeben. Ja, beim Nachnamen vor allen Dingen, ne? Naja, aber dass der Vorname zum Nachnamen passt. Viele das Eltern kriegen das ja echt nicht hin. Es gibt auch Leute, die heißen Peter Peters und bei uns in der Straße heißt einer Jens Patjens. Schlimmer geht's nicht mehr. Nee, wirklich aber so, nicht. Ne? Nö, Julian Schlichting klingt sehr melodisch. Danke fürs Mitspielen, Herr Schlichting. Ja, bis zum nächsten Mal, Herr Ammer. Tschüss. Tschüss. Und wir machen die nächste Runde und ich blende nochmal die Spielregeln ganz kurz ein. Hallo, lieber Julia. Hallo, liebe Carmen. Haben wir schon mal, noch schon mal miteinander gespielt? Das ist aber schon ganz lange her. Ja. Weißt du, ich spiele nur so einmal oder zweimal im Monat mit, wenn ich wieder Geld habe. Ja. Und jetzt natürlich am ersten Mal, jetzt brauche ich mal Token, oder? Genau, ich habe diesen Monat ja noch nicht mitgespielt. Na, guck mal. Und dann würde ich doch sagen, dann holen wir jetzt alle Token der Welt hier. Okay, dann wollen wir mal gucken. Gerne. Runde Nummer 1, Instrument des Aufstiegs. Instrument des Aufstiegs. Was ist denn da? Emil? Richard? Mhm. Siegfried? Mhm.
Theodor? Hier? Ludwig? Strichleiter. Nicht Strich? Strickleiter. Genau. Ach Gott, oh Gott. Instrument? Ich habe jetzt wirklich am Anfang gedacht, es hat irgendwas mit Musik zu tun. Ja, ich auch. Naja, gut. Ich habe auch ein Musikinstrument gesucht. Aber natürlich eine tolle Runde. 28 hast du schon. Ja, das ist ja schon mal gar nicht mal so. Gell? Gut. Also guter Start, würde ich auch sagen. Oh. Und jetzt habe ich etwas Grünes, das Kranken helfen kann. Grünes, das Kranken helfen kann. Trifft es. Emil. Richard. Nordpol. Wieder. Heinrich. Mhm. Nordpol. Ah, hab ich schon genommen. Mist. So was Doofes. Theodor. Heilkraut. Ja. Ah. Ach, nicht ärgern. Das ist. Ja, aber ich hab's auch gedrückt in dem Augenblick. Hab ich gedacht, das klang ja, das mir ist so. Ja, nicht so schlimm, weil meine Blödheit. Das kann passieren. 42 Punkte, das Heilkraut haben wir ja noch rausgekriegt. Für ein paar Kilo weniger. Ein paar Kilo weniger, okay. Ich wiederhole immer den Bereich, damit ich es mir nochmal verinnerliche. Genau. Emil. Das ist sehr gut. Anton. Ui, Ida muss doch da sein. Ja, gut. Otto. Ja. Ich hasse die Leute, die immer mit Vokal anfangen, aber jetzt bin ich selbst so geworden. Richard. Ups, da. Nordpol. Ja, sehr schön. Ah, die Schonkost. Schonkost. Julian, aber ganz ehrlich, 42 Punkte, das durfte echt reichen. Ja, wo stehe ich denn jetzt? Hier, du stehst hier irgendwo, ich glaube hier oben. Hier auf dem Siebten. Ach ja, wie spät ist es? 12 Minuten. 12 Minuten, ja. Komm, das kriegen wir noch hin, oder? Das kriegen wir hin. Du, ich drück die Daumen. Für einen schönen Spaß hier. Ja, ja, gleichfalls, Julian. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ja, Mensch, das ist ja schön. Also es gibt hier ganz viele Mitspieler, die regelmäßig mitspielen, vielleicht jeden Tag. Es gibt aber auch sicherlich den einen oder anderen, der vielleicht eher zuschaut. Es gibt auch jemanden, Julian, irgendwie, ach, bloß ein, zwei Mal im Monat, finde ich auch super, wenn man sagt, ach, Mensch, jetzt probiere ich mal wieder, hol mir ein paar Token und ich sammle das immer mal so nebenher, je nach Lust und Laune. Ich finde ich auch echt super, wenn ich hier die tollsten, nettesten Leute hier begrüßen darf am 1. Mai und wenn ihr natürlich alle losstürmt. Und ich habe noch mal, ach, Julian in der Leitung, nicht nochmal, sondern ja, hallo. Ja, so oft spiele ich nicht mit. Guten Tag, Nicole. Guten Tag, Julian, Mensch. Nee, ich habe nämlich erst Julia verstanden und dachte, ich habe nochmal eine Frau in der Leitung. Aber du bist ja offensichtlich doch ein Mann. Ja, offensichtlich. Offensichtlich. Ja. Ich habe dieses Spiel noch nie gespielt. Aber ist ja toll, Premiere also, Julian. Ja, weil ich immer Angst habe vor diesen Bildern. Nein, ja. Und heute hast du gedacht, Mensch, Ostern. Ich fass mir ein Herz. Ich habe auch nur zweimal angerufen. Ich dachte, ich probier's mal. Ja, hat ja geklappt. Siehst du, super. So kann's gehen. Manchmal hat man einfach Glück, ne? Ja. Und dann hoffe ich, dass das Glück jetzt weiter anhält. Dein erstes Bild kommt für dich. Du weißt aber so ungefähr, wie es funktioniert. Ja, ne? Ich wollte es auch unbedingt schon mal sagen. So 3 auf 5, 6 auf 4. Das klingt immer toll. Sehr gut. Ja, ich sag mir das manchmal auch so. Ich darf sowas ja nie sagen. Ich sag's mir manchmal auch zu Hause, weil es ist einfach so schön. Also, wir legen mal los. Ja. Und bitteschön, erstes Bild für dich. Ja, das wird ja wohl 4 auf 2, 1 auf 5, 6 auf 4, 6 auf 8, 1 auf 9, ja, und 3 auf 7. Also ich muss sagen, Julian. Ist aber sehr lustig, wenn man hier so sitzt. Vor allen Dingen, weil ich auch noch immer gucken muss, welche Zahl das ist. Ja, also ich finde, du hast das perfekt gemacht. Auch die Ansagen und so weiter laut und deutlich gesprochen und super, super. Ja. Ich bin beeindruckt. Ich auch. Ich mache noch eins, komm, ist egal. Ey, komm, ist ja na Ostern, klar. Ne? Ja, ist doch Ostern, da traut man sich mal was. Wir wollen ja keine Angsthasen sein. Also, los geht's. Nächstes Bild für Julian. Mhm. Mhm. Ja, also das kann ja eigentlich nur 6 auf 3. So, und dann 2 auf 1. Und 9 auf 2. So, und jetzt muss man natürlich schon wieder gucken, wo das denn weitergehen kann. 4 auf 5. Ja. Und 9 auf 8. Und 4 auf 7. Also sage mal, du kannst, also Julian, das kann ich ja kaum glauben, dass du noch nie mitgespielt hast hier. Schade, dass es nur 10 Euro gibt, aber mehr mache ich gewiss nicht. Das nehme ich.
Ja? Okay, das nimmst du mit, das hast du souverän gemacht. Sehr schön, Julian. Vielen Dank, bis später. Bis später, ja, vielleicht. Mach's gut, ne? Tschüss. Aber vielleicht können wir ja hier noch die ein oder andere erfolgreiche Runde spielen, während ich hier mich kurz frisiere. Und ich begrüße den Julian aus Osten. Hallo, Julian. Hallo, Christine. Es ist mir eine Ehre, mit dir noch spielen zu dürfen. Ich habe gelesen, du hörst auf. Ja, bald bin ich nicht mehr zu sehen hier. Flupschi, weg bin ich dann aufgelöst. Ja, aber warum denn alle? Selbst Schorsch ist weg. Das ist ja unglaublich. Da gucken wir ein paar Monate nicht rein. Das ist ja unglaublich. Was ist ich denn da? Das ist ja einiges. Dürfte ich doch nicht zulassen. Aber ich habe mit dir noch nie gespielt, Julian. Ja, das kann sein. Und du, oder haben wir schon mal das Vergnügen gehabt? Sag mir doch mal ganz kurz, wo Osten liegt. Bei Cuxhaven. Ich spiele so seit 1,5 Jahren ab und zu mal mit so ein, zwei Mal im Monat. Bei Cuxhaven. Ich glaube, wir hatten schon mal das Vergnügen, Julian. Ja. Ich kann mich so ein bisschen an deine Stimme erinnern. Naja. Ein bisschen, an deine junge Stimme. Also nochmal von mir, ihr dürft das nicht alles verändern. Das war alles gut, wie es war. Ja, das werden wir weitergeben. Bitte. Kunst, und du kannst natürlich auch gerne E-Mail schreiben an redaktion@k10.tv. Ah. Kunst, Mann, oh Mann, Politik, Reisefieber und Religion. Oh, Mann, oh Mann. Mann, oh Mann. Mann, oh Mann, 10 Euro. Wir legen los. Wie nennt man im Tennis das gemischte Doppel aus Männern und Frauen? Uiuiui, das sollte man wissen, ne? Ja. Das weiß ich aber nicht. Freunde der guten Magermilch. Ich weiß es nicht. Habe ich bestimmt schon mal gehört. Mixed. Oh nee, also das ist gemischt. Jetzt da nicht schade drum. Was hattest du gerade mit der Magermilch? Ja, Freunde der guten Magermilch. Nee, aber das weiß ich nicht. Also, was ist das denn für ein Spruch? Das ist so ein Spruch, weißt du, das aus Cuxhaven. Naja, also grüßen wir Schorsch, Patrick und alle anderen, die gehen. Es ist sehr schade. Okay, mache ich, Julian. Dankeschön. Alles Gute. Danke dir auch. Tschüss. Tschüss. Freunde der guten Magermilch? Das habe ich ja noch nie gehört. Was ist das denn für ein Spruch? Was soll das überhaupt bedeuten? Kennt ihr das da draußen? Nein, niemand kennt das. Julian aus Osten. Aus Osten. Ach, Osten. Mensch, schon wieder ein neuer Name. Ja, ich freue mich, dich kennenzulernen. Aber auch wenn es nur kurz ist, wahrscheinlich, nicht? Ja, leider. Wo kann man dich denn nächste Woche sehen? Nächste Woche? Hm? Auf der Straße betteln. Ach so. Oder auf dem Oktoberfest besoffen. Ja, in München bin ich dann. Ah ja. Wo liegt denn jetzt Osten? Bei Cuxhaven, das ist gar nicht mein Gebiet. Da, also ganz oben, ja? Ganz oben, ja. Ganz oben. Julian, du bist seit wann bei uns? Ich bin eigentlich immer so alle paar Monate mal ein Anrufer. Ich glaube, seit 2 Jahren schon. Ach so, doch schon nicht so lange. Nicht so wie Christoph aus Neufahren oder so, aber ab und zu bin ich mal dabei. Und heute bei mir? Ja, und ich freue mich jetzt sehr, ein Autogramm von dir zu bekommen. Dafür musst du aber erstmal eine Aufgabe erfüllen, mein Lieber. Ja, kein Problem. Was haben wir denn da für dich? Ja, schreiben Sie Ihren Vornamen mit einem Finger in die Luft. Das kann ich nicht nachvollziehen. Das geht nicht. Geht nicht. Gehen Sie einmal um Ihren Sitzplatz herum. Geht auch nicht. Ja, kannst du auch gerne was ausdenken. Ich habe Zeit. Ich habe auch Zeit. Nennen Sie Ihr Lieblingsgericht. Das ist doch nett. Lasagne. Ja, oder auch Chili con Carne. Chili? Chili con Carne, ja. Oh, das mit diesen roten Bohnen drin. Git. Das ist ja eklig. Julian, das ist eigentlich schon prädestiniert dafür, dass du gar kein Autogramm von mir bekommst. Was magst du denn gerne? Ich bin der klassische Pizza- und Nudeltyp. Ja. So, mein Vater macht nämlich Pizza immer selber. Deswegen bin ich so ein Pizza-Fan, natürlich von der Pizza meines Vaters. Die sind jetzt aber im Urlaub, insofern muss ich mich selber versorgen. Es ist so, der arme Patrick ist alleine zu Hause. Na gut, da kann natürlich die Tiefkühlpizza nicht gegen anstecken. Nee. So ein verwöhnter Pizza-Freak jetzt. Ich habe mir heute irgendwie was zusammengebatscht, so mit Pommes und irgendwelchen Hühnchenkrempel. Das hat überhaupt nichts, weil ich gedacht habe, ach Mensch, dazu passt bestimmt Pommes. Und habe die Pommes raufgemacht und das Zeug. Aber es hat überhaupt nicht geschmeckt. Habt ihr denn keine Kantine bei K10? Als Schorsch noch da war, der hat immer von der großen K10-Kantine gesprochen. Ich bin ausgeschlossen worden. Ich darf nicht rein. Ja. Nein, hier ist Mobbing, du weißt es. Julian, was möchtest du denn draufstehen haben? Hast du einen Wunsch? Ja, habe ich. Na? Für Julian. Für Julian. Aus Osten. Aus Osten. Das ja bekanntermaßen. Komma. Das, für das mit Doppel-S jetzt geschrieben, ja. Ja. Das ja bekanntermaßen. Bekanntermaßen. Bei Cuxhaven liegt. Bei Cuxhaven liegt. Komma, wo ich, der Patrick. Komma, wo ich, der Patrick. Auch gerne wohnen würde. Auch gerne wohnen
Wörter. Ja, jetzt kannst du dir noch eine schöne Grußformel ausdenken und die kannst du auch darunter schreiben. Alles klar, mache ich. Vielen Dank, wann kriege ich das denn? Also wenn alles gut geht, so schnell wie möglich. Ich weiß, ich bin da immer sehr schnell in so Sachen. Und ja, ich denke mal, entweder damit Token hast du auch. Ja, ich hab, glaube ich, 90 Token oder so. Ich weiß nicht, ob das viel oder wenig ist für Stammmitspieler. Nee, für mich, glaube ich, normal. Ist alles noch. Nee, ich werde mich darum kümmern, dass es natürlich so schnell wie möglich passiert. Dankeschön, da freue ich mich drauf. Also ich wünsche dir auch jetzt schon mal alles Gute, bevor ich das nachher vergesse, ne? Danke dir, danke dir. Julian, wollen wir loslegen? Ja. Wie alt bist du, wenn ich fragen darf? Darfst du, 23. Na, bist du ja so alt wie ich? Ja. Mensch. Was machst du so Schönes? Ich bin Bürokaufmann in einer Immobilienfirma, aber kein Immobilienhai, ich sag's nochmal. Kein okay. Immobilienhai. Aber du bist fast in derselben Branche gewesen, oder? Ja, ich bist mach nebenbei auch noch eine Internetshow, JDU heißt die. Schöne Grüße an alle aus dem Internet. Sei damit gegrüßt. So, was also, darf sein? Vorhin bin ich mit Mann und Mann fürchterlich baden gegangen, deswegen fange ich jetzt an mit Spruchreif. Ja. In der Hoffnung, dass ein Spruch kommt. Was ist für Aufschneider die längste Praline der Welt? Duplo. Ja. Ja, richtig. Ja, das war ja gar nicht mal so schwierig. Ist gar nicht so schwierig? Ja, jetzt ist natürlich die Frage. Einfacher wäre es ja, wenn ich die 10 € mitnehme, dann kann ich davon ausgehen, dass ich wirklich Post bekomme, wo auch dein Zettel drin liegt. Andererseits, wenn du jetzt verlierst, hast du nochmal die Möglichkeit, mit mir nochmal zu spielen. Ja, aber das ist so schwierig, weißt du? Ich rufe immer so zwischendurch mal an, sitze am Computer, drücke ab und zu. Ich habe mich eben ganz erschrocken, als plötzlich kam Glückwunsch. Oh Gott, ich bin dabei. Ich bin schon gewöhnt, dass immer kommt. Leider hast du diesmal kein Glück gehabt. Es ist einfach, es kommt immer so, wenn man es nicht erwartet. Richtig. Ja, gut, komm. Dann, also du versprichst mir, dass ich das kriege. Ja, dann na sicher. Dann nehme ich Mann, oh Mann. Und wenn ich es persönlich in den Briefkasten stecken muss? Ja. Till Schweiger und Detlef Buck waren Häftlinge in der. Ja. Oh. Männerpension. Ja, richtig. Jetzt, Gott sei Dank. Ja, da ist ich mir nochmal den Bereich durch, da fällt es mir ein. Da ist der Groschen gefallen. Ich wollte schon sagen, Mensch, wenn du es liest, dann weißt du es hundertprozentig. Ja, ja, guck mal, hat sich doch gelohnt. Ja, vielen, vielen Dank. Und nochmal alles Gute, hast du es sehr gut gemacht. Danke. Für die kurze Zeit und bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss. So, der Julian ist jetzt da. Schönen guten Tag, Carmen, guten hallo. Guten Tag, ich grüße dich auch. Auch ein Profi hier schon bei... Überhaupt gar nicht, ich versuch's zum ersten Mal. Ja, guck mal, das ist schön, da bin ich nicht ganz alleine. Das schaffen wir, oder? Ja, ich hoffe. Okay, ich hoffe es auch. Ich muss es ja schaffen. Ja, und ich drück die Daumen. Dankeschön. Deine Zeit läuft und wird gedrückt. Naja. Also nicht so einfach. Man muss mal gucken, wohin man guckt. Genau. Manchmal braucht man ein bisschen länger. Chuck Norris. Sehr gut. Ja. Ein witziges Spiel. Sehr auch dass der Strich da unten mit hin und her wandert, das macht mich ja verrückt. Kann ich mir vorstellen. Jetzt ist der Strich fertig. Der Cat Stevens. Sehr gut. Genau. Und unten ist der Strich jetzt fertig. Fertig. Jetzt sehr ist er schön. Fertig. Ja. Ja, ich weiß es trotzdem nicht. Lass es weitergehen. Erste Name auch schon. Ich warte noch auf den nächsten Buchstaben. Genau. Also da, jetzt haben wir es ja. Mary Kate Lawson. Muss es ja heißen. Mhm. Nicht? Ja, nochmal gucken. Mary Kate wie? Olsen, Mary Kate Olsen, natürlich, ja, selbstverständlich. Super. Wer kennt sie nicht, die Großartige? Ja, das war's. Das war's, aber sehr gut gemacht. Man muss wirklich manchmal erstmal ein bisschen länger gucken. Ist aber ein schönes Spiel, es macht Spaß. Es sieht aber echt einfacher aus, als es ist. Ja, ich glaube, wenn man dann dabei ist und so, oh, die ganzen Buchstaben wandern hin und her, vor allem gerade mit solchen Bindestrichen, so, wo ist er jetzt hin? Ja, genau, ich dachte, der steht fest. Naja, egal. So, guck mal, was du gelöst hast. Klar, Cat Stevens, ein wunderbarer Musiker, Chuck Norris. Mhm. Schauspieler. Mary Kate Olsen, natürlich auch eine Schauspielerin, hat das immer gewusst. Genau, aber sehr gut. Prima gemacht. Carsten Janka war auch noch der deutsche Fußballer. Spieler, genau, zu lösen. Dann haben wir noch Edouard Manet, das ist ein französischer Maler, nicht Moni, sondern gibt auch noch einen Manet.
mit A dann, und Edmund Helmer, österreichischer Bildhauer. Naja, okay, gut. Na gut, ich kannte da auch welche nicht. Ist so. Dankeschön. Ja. Mensch, ich danke dir. Du hast auf jeden Fall, haben wir noch irgendwas? Nee, du hast auf jeden Fall ein paar Token gewonnen. Sehr gut gemacht. Okay, bis zum nächsten Mal. Gerne, bis dann. Tschüss. Und ich spiele mit Julian aus Osten, guten Tag. Guten Tag, Marco, schönen guten Abend. Hallo. Hallo. So, Julian, wenn wir uns jetzt nicht ganz doll beeilen, dann bist du die letzte Spielrunde. Das heißt, du musst nur irgendwie eine Sekunde machen oder so. Ich muss einfach irgendein Wort raten hier, ne? Genau. Ja. Rat mal was. Hier kommt dein erster Hinweis. Er lautet: Das Lieblingsziel der NASA. E wie Emil. R wie Richard. Der rote Planet. Der ist es. Wunderbar. Und damit bist du in der Highscore. Wir hören aber noch nicht auf, weil vielleicht kommst du ja auf Platz 1. Wie viel muss ich denn machen? Ich habe mir gar nicht zugeschaut. 139 oder so für Platz 1? Also doch einige. Ja, kann aber klappen. Noch bist du auf Platz 3. Okay. Der Hinweis jetzt lautet: Das gibt's nur zu Weihnachten. E wie Emil. R wie Richard. N wie Nordpol. A wie Anton. T wie Theodor, S wie Siegfried, I wie Ida, Krippenspiel. Na wunderbar. Ja, du kommst im ersten Platz näher. Langsam, aber sicher. Ja. Weite Welt der Kommunikation. Okay. A wie Anton. Ja. N wie Nordpol. E wie Emil. S wie Siegfried. T wie Theodor. R wie Richard. Na gut. Voicemail. Oh Gott, ja. Naja, ist egal. Julian, 64 Punkte bringen dich auf Platz 3. Naja, ist doch wunderbar. Vielen Dank fürs Mitspielen. Für an mich selbst. Ach so, ja, ich auch an dich, Julian. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ich spiele noch eine Runde, weil da oben hat sich eine Person eingewählt und die kann doch nur für mich sein. Ich meine, man wählt sich doch nicht ein, wenn ich hier sitze und man weiß, dass Arion kommt, dann wählt man sich doch nicht schon für Arion ein, sondern direkt für mich, oder? Weil man an Arion gar nicht denkt, wenn man mich sieht. Hallo Julian, grüß dich. Hallo Arion, kannst du mich gut hören? Ich kann dich so fantastisch hören, dass ich sozusagen verliebt bin in den Klang deiner Stimme. Ich habe mich zum ersten Mal vom Handy anrufe und ich muss jetzt aufpassen, dass ich mich hier nicht wegbewege. Genau, okay Julian. Ich verstehe dich sehr gut, dann gucken wir, was ich dir anbieten kann. Ein N wie Nordpol. Okay, ein E wie Emil. Ein R wie Richard. S wie Siegfried. Bitte? I wie Ida. T wie Theodor. L wie Ludwig. A wie Anton. H wie Heinrich. C wie Cäsar. Oh Gott. Es ist ja einer der häufigsten Ausbildungsberufe für Frauen im 21. Jahrhundert. Also es gibt ja kaum eine Frau, die nicht den Beruf der Uhrmacherin gelernt hat. Also ja, wer das nicht gemacht hat, sollte sich auch mal schämen. Ja, der ist auch nicht vollständig als Mensch. Richtig. Ich habe eine Frage mal an dich, Arion. Ich sehe nämlich immer bei RTL eure Werbespots. Ach echt? Habe ich noch nicht mal gesehen, ja. Habt ihr seither eigentlich mehr Anrufer oder lohnt sich das nicht? Ich habe keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Ich habe wirklich, das ist eine Information, also... Wahrscheinlich dürfte ich dir auch gar nicht geben, aber ich weiß es nicht. Achso, okay. Gar keine Ahnung. So, ich wollte wenigstens mal gefragt haben. Okay. Ja, bis zum nächsten Mal. Schöner Versuch. Mach's gut. Schönen Tag. Tschüss. Tschüss. Ja, herzlich willkommen. Hier ist das Smiley Show. Ja, ich weiß nicht, warum du nicht sprechen kannst. Ich finde es auch sehr schade. Schorsch, gerade heute. Ne? Aber du kennst mich noch. Ja, ja, natürlich, selbstverständlich. Oh. Kannst? Danke, du auch. Kannst du heute noch mal sprechen? Ja. Später. Ah. Was? Osten? Ich weiß nicht, was du von mir willst, aber ich grüße dich auch ganz herzlich. Frohe Ostern. Ja. One. Ich fange mal an, mir die Frage selbst vorzulegen. Mhm. Ich glaube, das haben die anderen auch so gemacht. Was warf Luther nach dem Teufel? Das nützt gar nichts, Schorsch. Armleuchter, Tintenfass, Messer. Da warf er bestimmt... Armleuchter wohl kaum. Messer wäre natürlich sehr hart. Tintenfass. Ne? Dankeschön, Schorsch. Läuft.
Mhm. Oder Scheiße, jetzt spiele ich einmal mit, um mit dir mitzuspielen, jetzt kannst du nicht reden. Ich setze natürlich alles. Weiter. Wie gesagt, das nützt nichts. Ja. Welcher Sänger wurde 1976 aus der DDR ausgewiesen? Ausgewiesen. Heino, stimmt nicht. Den letzten kenne ich nicht. Nimm den letzten. Nummer 3. Reinhard May, das hätte man irgendwo bestimmt mal gelesen. Ja, weiter. Warte mal, Spaß so. 3. Was haben wir denn da? Du bereist ausschließlich Länder, die an Frankreich. Oh, Scheiße. Okay, dann machen wir mal. Also warst du noch nie in. In Italien. In Holland? Ja? Musst du auch überlegen, kurz, beruhig mich. Ja, nützt nichts, nicht? Ja, also wie gesagt, wenn du heute nochmal sprechen kannst, ruf ich nochmal an. Schon. Liebe Grüße, ja? Danke. Tschüss. Ja. Tschüss. Und jetzt habe ich meinen allerersten Kandidaten in der Leitung und zwar. Wollen wir nochmal gucken. Wo ist er denn? Er ist offensichtlich schon hier. Er ist schon hier und jetzt gleich auch bei mir. Ich bin mir ganz sicher. Er hat mich wahrscheinlich schon, aber nur er darf wahrscheinlich noch nicht sprechen. Oder jetzt doch. Hallo? Hallo? Hallo, du bist Florian? Nee, ich bin Julian. Ach, Julian, meine Güte, irgendwas mit Ian hinten. Ja, was machen wir denn jetzt? Julian, wir müssen ja irgendwie, siehst du, wahrscheinlich hat der Computer auch Schwierigkeiten gehabt, hatte ich vielleicht auch als Florian irgendwie einlocken wollen. Ach so, ja, die Dame hat mich auch sehr, also ich habe nur meinen Namen gesagt und dann wurde ich schon durchgestellt, habe mich schon gewundert. Julian, aber ja. Ich denke mal, dass du, die haben vielleicht gar nicht so viele Julians hier auf Karten sehen, die schon mal mitgespielt haben und dann kann es natürlich sein, dass sie dich sofort erkannt hat, ja. Aber ist auch so schön, ja. Guck mal, erstmal sehen wir jetzt mal das ganze Studio. Ach so, ja, so kann man es natürlich auch mal. Ja, ist toll, oder? Ja. Ist ganz schön. Ganz schönes Grau hier um mich rum, ne? Ist ganz sehr gemütlich. Hübsch, ja. Besonders so. Ist das eigentlich grün oder blau hinter dir? Du meinst jetzt, da war's. Also, so intime Fragen möchtest du mir jetzt stellen? Ja, nur mal so. Nein, das kann ich jetzt nicht sagen. Na gut, okay. Was würdest du denn denken? Ich würde sagen, blau. Das ist vielleicht richtig. Ja, vielleicht. So, ja, dann wollen wir mal sehen, ob hier irgendwann noch mal was auftaucht, aber ich bin mir eigentlich sehr sicher, soll ich vielleicht noch eine kleine Hilfestellung geben, wer ich denn bin? Wer bist du denn? Ja, nee, nur so, weil wenn die mich nicht finden, also beim Ort... Nein, die finden dich schon. Ach so. Du bist Julian. Und ja. Du kommst aber aus welchem Ort vielleicht dann doch? Aus damit Osten, wie Osten geschrieben. Ach, du bist der aus dem... Genau. Ja, hast du behalten, gell? Na, das, da weiß... Kann man sich doch dran erinnern. Genau, ganz aus dem Norden ist das doch, ne? Ja. Wollen wir jetzt vielleicht die Zeit nutzen und die anderen zum Anrufen animieren? Das kannst du gerne tun. Du kannst ja mal gerne mal so ein bisschen ausprobieren, wie dann jetzt die beste Strategie ist. Also bitteschön. Bitteschön. Ganz ohne Hot Button hier einfach mal anrufen. Oh. Ja, Hot Button frei, hier schlägt nichts zu. Ja, hier, also hier schlagen nicht. Ich habe übrigens viermal anrufen müssen, dann bis es geklappt hat. Also es geht noch so. Setzt euch ein Limit, Freunde. Christopher aus Neufahren tut das nicht, das weiß ich, aber die anderen bestimmt. Ja, also ich muss auch mal sagen, also jeder muss natürlich selbst entscheiden, ne? Wie sagt man das? Wie viel Geld er auf dem Konto hat. Nee, das muss man, das wäre schön, wenn man das einfach mal so entscheiden könnte, oder? Einfach mal sagen, ey, ich habe mal 10.000 auf dem Konto oder so, ne? Das kann man ja leider nicht, das ist ja meistens irgendwie von anderen Dingen abhängig. Aber ja, selbst entscheiden, wie wichtig es ist, einem hier mit dabei zu sein. Also ich würde einfach mal, ich war zwar noch nie so dabei, wie ihr dabei wart, aber ich würde mal sagen, es ist ganz schön spaßig. Ja, und vor allen Dingen, es funktioniert auch. Also bei neuen Live und so weiter funktioniert es nicht, das weiß man ja, aber euch geht's. Muss man ja sagen. Also. So. Dann ruf doch einfach mal an, zumal ich würde einfach mal jetzt obwohl, nur bestellen. Obwohl, scheinbar geht's ja auch heute nicht, denn die Ampel ist ja immer noch grün. Vielleicht ist ja alles kaputt. Nein, das ist nicht kaputt. Aber soll ich dir mal was sagen? Ja? Es ist einfach mal so. Der Sommer ist da. Ja, ich weiß. Ich weiß, ich gehe auch gleich raus. Eigentlich ist es ja auch eine Schande, wenn man hier jetzt mitspielt, oder? Sieht auch so aus, als hätte man keine Freunde. Aber ich gehe gleich raus, Freunde. Ich bin gleich weg. Ach so, ja gut. Ja. Also ihr müsst, ja. Ja. Ja, wenn man jetzt den ganzen Tag hier dabei wäre, dann würde ich vielleicht mal am Ende des Tages nachfragen, sag mal, kennst du noch jemanden? Oder? Kannst du ja mal nachfragen bei Gül und so weiter. Ach. Naja, okay, das ist jetzt viel. So, ich muss jetzt hier, ich drück mal ganz kurz. Ja. Nee, aber komm nix. Was macht der denn? Nee.
Das ist ja immer sehr schön so. Auch vor allen Dingen, so lange habe ich noch nie, im Prinzip ist es jetzt ja umsonst, das Telefonieren für mich. Also genau. Ich habe ja die 49 Cent schon raus. Ja. Ja. Genau, stimmt eigentlich, ne? Du kannst du einfach nochmal was sagen? Oh, es geht los. Vielleicht, ach so, wir sind schon wieder da. Was Weltbewegendes, nur dass ich jetzt hier schon wieder nichts tun kann. Ja, ich wollte eigentlich langsam anfangen, deinen Nachnamen rauszufinden, aber das ersparen wir uns jetzt. Ach, das ist ja nicht. Ist das ein Geheimnis bei euch eigentlich? Nö, stimmt, den findet man doch raus. Ja? Musst du einfach mal nur gucken. Oder du sagst es mir. Nee, aber der ist so, weißt du, wenn ich dir jetzt ausspreche, dann fragst du nach, wie? Und dann sage ich, nee, nicht so, sondern so. Okay. Weil da gibt es immer so hässliche Verwechslungen und da denkt man dann immer an ganz, ganz schlimme schon Dinge. Schon wieder weg. Die man so an der Lippe kriegen kann. Dein Spiel ist schon wieder weg. Was? Wie heißt du? Herpes? So ähnlich. Jetzt überleg mal. Nee, Hermes heißt, oder so. Nee, ja, so, naja, nicht so richtig. Aber man sagt dazu auch noch ein bisschen anders. Aber es ist schon die Richtung. Damit werde ich ganz oft verwechselt. Und das ist eigentlich ein sehr unschöner Nachname. Ich habe mir auch schon mal überlegt, ob ich mir nicht mal was anderes zulegen soll. Ja. Aber es ist, wie es ist, ne? Kann man sich nicht aussuchen. Hm. Hast du sonst noch ein Problem? Ich trete mit dir über alles. Julia, also schön, dass ich heute sitzen darf. Siehst du, und alle anderen sind so fasziniert, ja, die sitzen wahrscheinlich so gerade vor der Glotze und können gar nicht mehr irgendwie das Telefon greifen und hier durchrufen. Habe ich so den Eindruck. Aber es geht noch los, Freunde. Also es wird hier noch irgendwas passieren heute. Ist aber ein schönes Spiel, also ich spiele das am liebsten übrigens. Ich finde es auch, also es ist ja immer so ein bisschen unterschiedlich. Es gibt Spiele, hier spielt man als Spieler, glaube ich, ganz gerne. Und als Moderator ist es irgendwie ein bisschen blöde. Aber es gibt Spieler, die sind so zum froh Beispiel? Als Spieler. Wie bitte? Zum Beispiel? Was ist denn als Moderator also, blöde? Also, ja, das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen persönlich personabhängig. Aber für mich zum Beispiel, weil es gibt einige, für die ist es cool, aber für mich zum Beispiel ist Augen auf immer ein bisschen schwierig. Ja. Weil dann kann ich immer selber... Ich auch. Ja, nö, ja, aber weißt du, was ich gerne im Internet spiele? Übrigens, ich spiele auch auf eurer Internetplattform mit. Ordnung muss sein, das macht Spaß. Das macht aber nur im Internet Spaß, weil da kann man, wenn man da mal was falsch macht, ne? Aber hier im Fernsehen, das ist ziemlich, puh, mitunter. Ja. Ja, nee, also ich spiele da sehr gerne, spiele ich im Internet, spiele ich sehr gerne Spaceman. Oh ja, das ist so gar nichts für mich. Kann ich gar nicht, ihr habt ja auch so einen Werbespot mit Spaceman, kann ich gar nicht verstehen, dass der, ich weiß nicht wie er heißt, der das da anpreist, das so gut findet. Also ich finde Spaceman furchtbarlich langweilig. Nein, siehst du, ich hätte mal Spaceman machen sollen. Dann hätte ich mal machen sollen. Aber nee, das finde ich sehr, sehr gut, da kann man nämlich auch ein bisschen was lernen. Deswegen wahrscheinlich, damit ich irgendwann mal was zu erzählen habe. Guck mal, Christoph H. ist oben schon drin. Ja, einer hat sich angehört, das ist wunderbar. Es wird hier auch gleich noch gespielt werden, liebe Freunde. Ihr befindet euch übrigens auch gerade in 10, einem Sender, wo normalerweise von 12 bis 1 immer kräftig gequizt wird. Mhm. Mit sehr netten Menschen, wie man jetzt gerade auch feststellen kann. Julian aus dem Osten ist da. Ja, Osten. Immer derselbe blöde Witz, ne? Ja, und da oben... Julian, möchtest du vielleicht noch mal... Ja, da oben ist die Warteampel, liebe Freunde. Wenn da 5 Leute drin sind, das heißt, wenn alles rot ist, oh, das Spiel geht gleich los, aber kurz noch, dann bitte nicht anrufen. Aber jetzt habt ihr noch eine Chance. Wenn ihr jetzt anruft, 50-50 Chance. Oh, die Musik. Ja, also ich denke mal, jetzt hat er eine gute Chance, hier wirklich zu starten. Also, mein Hot Button schlägt zu. Nein! Doch. Sag doch sowas nicht. So. Jetzt, ja. Mensch, so sieht's also aus, so muss es aussehen. Wenn ihr auch hier in der Leitung seid, dann steht euer Name dort oben. 0 Punkte dann hoffentlich nicht mehr irgendwann. Julian, ich hoffe, du bist irgendwie noch fit jetzt nach diesem langen Gespräch. Ach ja, ist ja sonst egal. Nicht so, komm, ne? Kann das mal abspielen. Okay, also dann los geht's und zwar mit: Bei ihm lernst du sprechen. Ja, wollen wir sehen. Wie viele Buchstaben haben wir denn da? Emil. Richard. Aha. Nordpol. Gott, oh Gott. Siegfried. Theodor. Was? Ida? Ja, das war mal. Hast du noch eine Idee? Ne? Oh Gott, ich habe jetzt so einen Lehrer oder Vater. Das habe ich mir fast gedacht, da hätten wir doch das richtig hinquetschen sollen bei da oben im Hinweis. Aber das wäre dann so einfach gewesen. Dafür habe ich jetzt so lange hier am Telefon gehockt. Na, aber ruf jetzt einfach mal viermal an und bist gleich nochmal mit dabei. Hoffentlich. Ich versuch's mal. Hoffentlich. Viel Spaß. Mach's gut, und ja. Und so weiter. Tschüss. Ne? Danke, ciao. So, das war das Mensch der Arme, aber es ist oft so. Das ist oft so hier, wenn man zu viel redet, dann klappt das halt irgendwie nicht mehr. Ne? Man muss rein spielen und dann am besten gleich wieder raus oder vielleicht nochmal ein nettes Schlusswort an die versammelte Fernsehgemeinschaft. Das kann man machen und das haben wir auch.